Sassi, du tust ja immer so, als wenn man zuckerfrei, also low carb, alles genauso lecker essen kann, als wenn man Zucker isst. Aber das stimmt ja wohl nicht. Und jetzt kommt der Sommer. Sag mir mal bitte, du hast bestimmt kein leckeres low carb Eis, oder? Nee, du, ein leckeres nicht. Aber ich hab das Beste, wo gibt, nach dem Intro. So, meine Freunde, euer Coach. Sassy. So, meine Freunde, heute gibt's mal ein leckeres Low-Carb-Eis von mir. Und es ist so einfach. Es ist wirklich so einfach, dass ihr sagt, Moment mal, das ist jetzt alles. Aber aus der Not herausgedrungen habe ich dieses Eis entdeckt. Es ist eigentlich wirklich Banane. Aber es schmeckt so gut, ich esse es jetzt zurzeit immer. Deswegen möchte ich euch den Tipp geben. Und schreibt natürlich erstmal rein, ob ihr öfter mal so Rezepte oder kleine Sachen, weil ihr habt ja gesagt, ich muss auch mal was Schnelles, also was Schnelles Low Carb haben, sagt mir Bescheid, dann mache ich mehr Videos, was ihr so schnell Low Carb ohne Zucker, ich mag ja das Wort Low Carb nicht, deswegen Zucker reduziert, einfach so essen kann, wo, ja keine Ahnung, gute Fettsäuren oder Proteine drin sind. Deswegen besprechen wir heute mal ein Eis. Und wie bin ich auf das Eis gekommen? Ich war ja, habt ihr ja mitbekommen, also erstmal habe ich noch eine Frage. Also für die ganz aufmerksamen Zuschauer, ist euch hier irgendwas so aufgefallen im Studio? Also, wenn euch was aufgefallen ist, schreibt mal unten rein in die Kommentare, ob ihr das gemerkt habt. Okay? Okay, jetzt wieder zurück zum Thema. Also ich war ja eine Zeit lang außerhalb von Hamburg und da hatte ich praktisch keinen Zugriff auf gar nichts. Meine Nahrungsergänzung hatte ich nicht mit und gar nichts. Und da war ich wirklich darauf angewiesen, in so einem blöden Drogeriemarkt irgendwas zu kaufen, was natürlich alles nicht so toll ist. Und dann habe ich aber so einen Proteinshake da mir gekauft, weil ich den ja irgendwie so dann getrunken habe, so. Ich habe fast nur Tomate Mozzarella immer gegessen und halt dann so diesen Proteinshake. Und das ist jetzt, es ist kein toller Proteinshake. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ey, der Proteinshake ist mega geil. Sondern es ist einfach von Multipower. Einfach so ein Proteinshake. Aber den habe ich, weil ich da praktisch mein ganzes Sortiment nicht, keinen Zugriff zu hatte, habe ich das genommen. Und dann bin ich neulich mal durch Ikea gelaufen. Und bei Ikea habe ich Folgendes gesehen. Und zwar dieser, für 1 Euro oder so, diese Plastik-Eis-Dinger. Und was habe ich noch, als ich nicht in Hamburg war, gekauft? Das wisst ihr, wenn ihr meine Instagram-Stories und so verfolgt, dann wisst ihr, dass ich mir auch das gekauft habe. Tada! Ich habe mir hier so einen geilen einfach bei... Ich verlinke euch die Sachen unten. Da war auch, glaube ich, so eine Rabattaktion, da hat das irgendwie nur 12 Euro oder so gekostet. Bei Amazon kostet es, glaube ich, irgendwie knapp 20 Euro. Also ich habe das auch gekauft für 20 Euro. Mr. Magic. Einfach so ein Mixer. Ne? Also ganz. Und was ich damit auch gemacht habe, das kommt nicht heute im Video, aber ich habe zum Beispiel eine Ingwerknolle hier reingemacht, so ein bisschen Wasser und dann das so lange gemixt, dass Ingwer komplett zermanscht war praktisch. Und das habe ich mir dann in meine Trinkflasche und den ganzen Tag über getrunken. Das war mega cool. Jetzt nehme ich zurzeit immer so ein Ingwerpulver, weil es schneller geht. Aber auf jeden Fall so eine coole Sache, um einfach mal so ein schnelles, geiles Getränk zu machen. Dann habe ich also so schlau wie ich bin kombiniert. Okay? Also ich habe gedacht, okay, ich habe mir doch einen Proteinshake in diese Dinger reinmachen und dann müsste es doch eigentlich ein Eis ergeben, wenn ich es ins Gefrierfach tue. Nicht schlecht, Cecil. So, und das habe ich auf jeden Fall gemacht. Ganz einfach. Ich habe Milch genommen. Und jetzt, ich weiß, auch bei meinem Eiweißbrot, ihr fragt mich ja immer. Cecil, geht das auch mit Mandelmilch? Cecil, würde das auch mit einem anderen Proteinshake gehen? Mit Reismilch geht das aber nicht, oder? Du, Cecil, wie ist das eigentlich mit Ziegenmilch dazu? Also ich habe da so einen anderen Proteinshake. Meinst du, den kann ich auch nehmen? Ich weiß es nicht, meine Freunde. Probiert's aus. Ich habe jetzt, deswegen empfehle ich euch das, weil ihr wollt ja immer wissen, was ich mache. Und ich mache das. Und ich bin halt deswegen auf diesem blöden, das ist auch kein hochwertiger Proteinshake. Also ich würde jetzt nicht sagen, ey, den empfehle ich. Aber ich habe es genau damit gemacht. Und genau damit schmeckt mir das Eis richtig geil. Und deswegen kann ich nur sagen, ich mache das so, dass ich Milch hier reinmache. Und es, im Endeffekt sind es, ich glaube, 250 Milliliter Milch. Okay, 250 Milliliter Milch, das sind so ungefähr, ja, sagen wir mal, 12 Gramm Kohlenhydrate. So. Damit kann ich alle 6 von diesen kleinen Eisdingern befüllen. Dann nehme ich 3 oder 4 große, also so 40, 50 Gramm, ich nehme schon ordentlich rein, 40, 50 Gramm von Proteinpulver. Okay, in 100 Gramm sind 80 Gramm Protein, das heißt in 50, sagen wir mal die Hälfte, 40 Gramm Protein dann drin. Und hier sind 4 Gramm Kohlenhydrate, also nochmal 2 Gramm. Also brauchen wir nicht drüber sprechen, 13, 14 Gramm insgesamt. Wenn ihr euch die ganzen 6 Eis macht und alle aufesst, okay, also
ihr habt nicht so mega viel da irgendwie drin. Wenn ihr vegan unterwegs seid, ihr könnt ja versuchen, das mal mit Mandelmilch zu machen. Ich kann aber nur das empfehlen, was ich gemacht habe, und deswegen, das schmeckt mir mega. So, und dann, wenn ich das dann ins Gefrierfach getan habe, dann ist das Eis praktisch fertig und ich habe sie vorbereitet. Also das kommt wirklich aus dem Gefrierfach. Und was geil ist, was ihr gleich sehen werdet. Really, nigga? Was geil ist, ist, wenn ihr jetzt noch Kohlenhydrate sparen wollt. Das Proteinpulver setzt sich immer praktisch eher so unten ab und dann habt ihr bis hier richtig Proteinpulver und das letzte Stück ist eigentlich nur so wie so ein Milcheis oder so. Also ihr könntet, das mache ich zum Teil manchmal auch, wenn ich nochmal 1 Gramm Kohlenhydrate sparen will, aber ich sehe das nicht päpstlicher als der Papst, dann könntet ihr noch das letzte Stück einfach nicht essen und nur bis hier essen. Und das schmeckt richtig gut, weil ich bin auch ein Eis-Junkie und ich mag auch richtig gerne Eis im Sommer. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich meine, das ist ein Glas Proteinshake. Ein Glas Proteinshake ist schnell weggetrunken. Aber wenn ich diese Eis esse, dann bin ich richtig 10 Minuten am Eis essen und dann denke ich, geil. Also meine Freunde, schmeckt mega geil. Probiert das unbedingt aus. Schreibt mir rein, ob ihr mehr solche kleinen Tipps haben wollt. Obwohl, es ist natürlich Banane, aber ich mache es zurzeit und es ist wirklich geil. Und es ist eine geile Alternative, wenn ihr Bock habt auf Eis und ja, einfach euch nicht den Zuckerscheiß reinziehen wollt. Hier habt ihr einen Proteinshake. Das war's. Mehr nicht. Mehr ist da nicht drin. Also meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall geschmeckt. Und bis bald, euer Coach Sessi. Are you listening? Damn.